Hallo, guten Tag bei mir, dem Azubi, zum Thema MCOC, Marvel Contest of Champions. Heute schauen wir uns an, wie ich Kristalle öffne. Endlich ist es soweit. Die Season ist zu Ende. Wir holen uns die Season-Belohnung eben auch einmal ab. Wir haben Gold 2 geschafft. Es wäre aus meiner Sicht doch durchaus mehr drin gewesen. Wir haben sehr stark angefangen und schnell sehr stark auch wieder nachgelassen. Aber für eine Real-Life-Allianz haben wir das doch, denke ich, ganz gut und ganz toll gemacht, auch in der Urlaubssaison oder Urlaubszeit, die jetzt über den Sommer war. Gold 2, 4000 rote, 2000 gelbe, also 4000 5 Sterne, 2000 4 Sterne Scherben. Die 4000 5 Sterne Scherben nehme ich gern, ne? Wir sammeln ja noch ein bisschen, ich glaube 25 Tage oder sowas sind das noch, ich kann es gar nicht mehr abwarten. Diese vier Kristalle hier, die Kriegssaison-Kristalle ist eine tolle Sache. Da habe ich das letzte Mal richtig fett abgesandt. Da haben wir nur zwei gekriegt bei Gold 3. Ich bin gespannt, was passiert. Auch im Kumpel hier daneben, dem Klassenentwickler Kristallstufe 4. Wirklich nach dem Namen überlegen, was in hier Phase. Und ja, dem Basisquatsch. Wir sammeln das ein. Wir löschen die Nachricht, weil so ein Quatsch will ich nicht im Stash haben. Und wir öffnen Kristalle. So, wir starten mit den Kumpels hier. Ich hoffe sehr, dass sich das mit Mutant echt in Grenzen hält. Bitte kein Mutant. Ich habe das letzte Mal geguckt. Ich habe erzählt, dass ich 10 gehabt hätte plus ein oder 9. Ich glaube, ich habe jetzt erst 9. Ja, also nicht wichtig. Mystisch. Das ist gar nicht so verkehrt. Trotzdem ist Mutant dabei, aber auch gar nicht so viel. Ja. Zwiebeln muss man hinten durchgucken, wo wir stehen bleiben. Mein Blitzerfoto ist übrigens die Tage gekommen. War gar nicht so schlimm. Ja, ich war zu schnell, hat kurz aufgeleuchtet, geblitzt, aber 25 Euro geringfügige Überschreitung mit Verwarnung. Nicht schön, Strafe muss sein, aber verschmerzbar. So, in der Zwischenzeit haben wir hier, glaube ich, zwei oder drei noch vollgeformt. Komm, gib Gas, dass das Buch immer so lange dauern muss, ne? Mutant sieht echt bescheiden aus. Drei haben wir vollgeformt. Das ist bestimmt Mutant. Nein, ist. Oh, das ist gut. Forschung ist gut, ne? Ich habe es ja da auf was ganz Bestimmtes angelegt. Mich wundert es, dass Mutant noch nicht vollgeformt ist. Sehr sogar. Das war's? Das war's. Ist okay. Nehmen wir mit. Den letzten Krieg haben wir auch gewonnen. Mit zwei Kampfeinheiten. Da freue ich mich sehr drüber. Das sah erst so aus, weil ich habe total Kacke gesetzt, ne? Total vergeigt, ne? Kein Boss hingestellt, ich dämlicher Idiot. Wie konnte das passieren? Ich war mit der Arbeit beschäftigt, leider Gottes. Der Gegner hat das natürlich dankend angenommen und trotzdem haben wir gewonnen. Das haben wir als Teamleistung richtig, richtig gut gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn das mit der Zeit ziemlich eng war, da könnte ich immer Hummeln im Popo kriegen. Aber prima Sache. So muss ein Krieg laufen. So, wir hoffen hier nach wie vor auf Forschung, also quasi in Vorbereitung auf den Captain America. Ja! Juhu! Sehr gut! Einen haben wir geformt, einen zweiten haben wir gekriegt. Wir gucken gleich nachher, wo wir da stehen in der Rangliste. Finde ich gut. Ich muss echt öfter Videos mit euch machen. Es läuft ziemlich geil, wenn die Aufnahme an ist. Kriegssaisonkristalle, da sind sie. Die Spannung steigt. Was auf jeden Fall passieren wird, wir werden meinen ersten Basisstufe 5 Entwickler vollformen. Das wird, glaube ich, sogar im ersten passieren. Ich habe 33, 34, 36, 48, irgendwie so ein Quatsch. Da freue ich mich natürlich auch sehr, sehr drüber, weil die Dinger sind arschselten. 2000, okay. Naja, nehmen wir dankend an.
Ich glaube, da gibt's echt mehr Inhalt. Ich habe, glaube ich, das kleinsten Stash gerade erwischt. Pechvogel. Macht nichts. Ich habe bei den Entwicklern gut abgesandt. Das reicht mir völlig aus. Das ist das Highlight meines Tages. Und je mehr Stufe 2 Alpha-Entwickler ich kriege, umso besser geht's mir auch. Waren da nicht irgendwie 36.000 irgendwie mal drin? Oder 18.000 oder so ein Quatsch? Weiß es nicht. Wir gucken gleich mal nach. Vielleicht steht es irgendwo. Oder ich bin zu ungeduldig und drück zu schnell. Weiß man nicht. Ja, das läuft ja hier heute wie's Brezelbacken, ne? Ja, na bitte. 5.000. Wunderbar. Und 1.000. Hervorragend. Vollgeformt. Da ist er. Wusste ich's doch. Nicht im ersten, das tut mir sehr leid. Hab ich Quatsch erzählt, aber immerhin, ne? In diesem Öffnung. Hammer. Dem Azubi einen Gefallen getan. Einer fehlt noch. Aber bis ich jemanden auf Stufe 5 bei den 5 Sternen bringen kann. A, fehlt mir der richtige Champion. Und B, 2000 schon wieder. Also, naja, wir nehmen es an. Der richtige Champion fehlt und auch so ein bisschen die Entwickler und Alphas und so ein Quatsch. Da bauen wir uns lieber erstmal mit Stufe 4 genug auf. 10.000 Stufe 2. Es ist ein bisschen mau diesmal. Es war das letzte Mal mehr. Mit zwei Kristallen. Ne? Gut. Es ist gratis. Freue ich mich drüber. Schenkengaul, ne? Was erarbeitet ist. Das schaut man nicht ins Maul. So. Nein. Gold, nein. Das, nein. Die Tageskristalle. Machen wir gleich hinterher einmal mit auf. Oh, das freut mich. Das freut mich. 2250 Grüne. Das ist gut gelaufen. Prima. Ich muss echt mehr Videos machen, wenn ich Kristalle öffne. Dafür gibt es nicht noch mehr im zweiten Schwung, sondern Mystisch und Alpha 2. Das ist immer gut. Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich es da wirklich überhaupt nicht auf den 4-Sterne-Champion drauf anlege, sondern wirklich genau den Quatsch, den wir da gerade rausgekriegt haben? Ich glaube ja. So. Stadionkristalle, das ist mal wieder soweit. Ich glaube, 200.000 habe ich. Ein bisschen wenig Units zurzeit, darum schmeißen wir das einfach mit hinterher. Einfach, weil ich Lust dazu habe und es kann. Ich habe die Mitteilung ausgemacht. Ich habe die Mitteilung ausgemacht. Geh weg. Ich habe die Mitteilung ausgemacht. Naja. Wirklich. Die Technik machen wir ja sowieso nicht. Insofern. Rechner hat heute mit Updates und Quatschgedöns, Käse, wirklich fast 20 Minuten gebraucht, bis ich dann mich hinsetzen konnte und eine Aufnahme starten konnte. Ich hätte Besen fressen können. Auf der Arbeit sieht es nicht besser aus. Für 200.000 315. Nehmen wir an, sind wieder über 1000. Das ist in Ordnung. Wir öffnen die Champion Premium-Kristalle. Einundachtzigtausend Bla und Quatsch habe ich. Das sind 40 Kristalle. Es juckt mir in den Fingerchen. Drei Sterne Iceman ist hier das Highlight. Naja. Maximale Aufwertungssteine. Ne? Signature Level. Abkrabbeln. Nehmen wir gleich auch noch auf. Nein, ich möchte nichts von diesen unglaublich schlechten Angeboten. Ich bin mal gespannt, wie viele ich davon heute noch unterbreitet kriege. Ganz viele Zwei-Sterne-Champion. Oh, Mensch, guck! Spider-Man klassisch. Der war noch nicht dupliziert, soweit ich weiß. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Erzähle ich Quatsch. Wir werden es gleich sehen. Nein, der war schon erweckt. Echt. Echt. Nein, ich möchte nichts von diesen Angeboten hier haben.
Macht nichts, sind 275 5-Sterne-Kristallscherben. Das nehme ich dankend an. Ja, ganz viele 3-Sterne. Oh, ganz viele 3-Sterne-Champions. Das habe ich auch nicht sehr oft. Vier sind es, glaube ich. Oder drei. Wie auch immer, das nehme ich dankend an. Einmal noch. Oh, Leute. Kaban, wann lernt ihr das? Benachrichtigung an, Benachrichtigung aus. Möchtest du Angebote kriegen oder nicht? Ja, dann schick sie mir. Nein, dann lass es. Aber gut, du willst Geld machen, ne? Kein 4-Sterne-Champion, das macht nichts. Wir haben einen abgegrabbelt. Wandern hier ganz steil durch die Signature-Level durch. So. Das machen wir gleich. Denn, komm her hier. Wir haben. Nanu, verstecken Sie sich? Ganz bestimmt nicht. Ich habe sie nur gesehen. Da sind sie. Hier noch 37. Bei der Quote müsste ja wieder einer drin sein. Guck einer an. Rook. Das ist definitiv das erste Mal, dass ich eine Rook erweckt bekomme. Definitiv. Die habe ich, ich glaube, als dritten, vierten, fünften, 4-Sterne-Champion gekriegt. Über ein Jahr hat das jetzt gedauert, die zu erwecken. Leck mich doch am Krümel. Ich glaube, ich habe sie mal mit einem Stein aufgewertet. Mal gucken, nicht, dass ich Käse erzähle. Da ist er. Mist. Boah, ich wurde zu ungeduldig. Ich denke ja, ich habe sie mit einem Stein aufgewertet. Naja, ist ja jetzt auch nicht mehr wichtig. Im Prinzip müsste bei der Quote jetzt auch noch ein zweiter drin sein. Wir werden sehen. Kusch. Da ist er! Hulkbuster! Und ein neuer 4-Sterne-Champion. Boah, was ist denn heute los hier? 1, 2, 3, 4 Stück. Prima. Prima, prima, prima. Der war schon erweckt. Ist ja zauberhaft. Gut, Kranek ist jetzt nicht so der. Er hat ein relativ hohes Prestige, aber er kann nichts. Er macht nicht viel Schaden. Eigentlich nervt er mich nur unglaublich. Aber wie gesagt, die Sammelwut haben. Und nochmal ein 3-Sterne-Killmonger. Habe ich echt die 4-Sterne-Version vor der 3-Sterne-Version gekriegt? Verrückt! Ja. Cool, das hat sich gelohnt. Also, wenn ich jetzt schon so viel Glück habe bei den Champion Premium Kristallen, dann muss ich ja noch sehr viel mehr Glück haben bei den 3-Sterner-Kumpels hier. Wobei, da können wir auch erstmal die hier aufmachen. Echt 55 waren das? Das ist ja der Wahnsinn. Ich rechne jetzt nicht mit dem Iron Fist. A, habe ich ihn schon. B, habe ich ihn durch Steine schon erweckt. Standard, ne? 3-Sterne-Champion, geht halt fix. Das habe ich jetzt gemacht, dass wir hier noch ein paar 3-Sterne-Champions mehr rauskriegen. Einfach aufpoppen. Nichts Besonderes dabei. Ja. Ja. Zweimal, der war glaube ich sogar schon voll. Ja, eine Mitteilung. 6.400. Na, wollen wir mal unser Glück probieren? Wie viele sind's? 17. Ja, komm, Kusch. Scheiße. Das finde ich jetzt nicht gut. Da hätte ich lieber die Scherben mitgenommen. Naja. So, hat das was gebracht? Ich bin nicht so der Fan im Mathe. Nee, hat es nicht. Schade. Naja, was man hat, das macht man auf. Weil es 4-Sterne-Champions sind, lassen wir das jetzt ganz einfach ausspinnen. Habe ich nicht beim letzten Mal schon drei aufgemacht?
Verrückt. Ich hoffe ja sehr auf immer wieder Champions, die ich nicht erweckt habe, beziehungsweise Champions, die ich noch nicht habe, zu bekommen. Den habe ich schon. Ich glaube auch erweckt. Ja, sogar recht hoch. Den haben wir doch das letzte Mal auch gekriegt, oder? Ach, ist egal. Nee, das war der Moon Knight. Ich erzähl Quatsch, der Tag ist lang. Viel vor mir heute. Ein Sentinel würde ich gut finden. Den Arena-Hulk würde ich gut finden. Stattdessen wird es Hela. Von der weiß ich übrigens immer noch nicht so ganz, was ich halten soll. Sind wir wieder bei einem schlechten Angebot und Kusch. Was auch eine Maßnahme wäre, wo ich mich auch tierisch drüber freuen würde, eine 4-Sterne-Gwenpool, denn dann wäre meine nämlich endlich erweckt. Das wäre schön, aber stattdessen ein Storm. Ich bin da nicht böse drüber. Das sind gerade 700 und ein paar zerümmelte 5-Sterne-Scherben gewesen. Ich bin da wie ein Geier zurzeit. Haben. So. Kauf doch bitte. Wie viele sind es? 825 sogar. Schön. So. 74. 1000 5-Sterne-Helden, wenn das mit der Arena klappt, wie ich es mir vorgenommen habe, sind es am Donnerstagabend 75.000. Das sind 5. Zeit? 34 Tage noch. Ui. 34 Tage noch. Da kriege ich 15.000 auf jeden Fall locker nochmal zusammen. Schon alleine, weil noch ein Event zwischendrin ist. Das wären dann 6. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich da was richtig Tolles erwische. Ja. So. Haben wir noch irgendwas? Was Tolles? Was wir machen können, um euch zu begeistern? Nö, irgendwie nicht. Kristalle sind damit durch. Prima. Ich widme mich gleich dem nächsten Thema. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst das Abonnieren nicht. Hat mir wie immer riesen viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, ihr bleibt dabei.